Willkommen bei Talk and Pray. Ich bin der Nüsch und mit mir ist der Jani Schmitter vom ISF Zürich Oberland. Hi. Schön, bist du da? Ja, danke schön. Und schön bist du dabei, online, wo auch immer du jetzt gerade zuschaust. Wir sind ersten Dienstag nach der Konferenz und ich finde das immer gewaltig an der Konferenz. Ich habe so viel von euch persönlich gesehen. Die Simone habe ich gesehen, gut, die Jeanette ist da bei uns jetzt da genau, aber verschiedene andere auch. Und einfach möchte ich sagen, danke, seid ihr auf uns zugekommen, weil das ist auch für uns hier in Zürich so wertvoll, weil wir merken, hey, wir machen das zusammen. Habt ihr das auch schon erlebt? Yes, das ist so cool. Einfach auch an der Konferenz oder jetzt nur schon diese Sonntags-Celebration habe ich nachgeschaut. Ja. Und es ist einfach gut zu wissen, man ist verbunden, man kennt sich. Ja. René und Ilana, die kenne ich ja auch gut, die habe ich die ganze Woche gesehen. Einfach, ja, so ist man verbunden. Es ist eine Family, auch wenn wir nicht alle am gleichen Ort ganz jetzt genau. gerade wohnen. Ganz genau. Und wir werden heute zusammen beten, meine lieben Damen und Herren. Also schreib in den Chat, benutzt den Chat unbedingt. Gerade am Anfang, ich möchte am Schluss, wir haben nicht eine halbe Stunde plus Zeit. Wir möchten auch beten vielleicht für Gebetsanliegen, die du praktisch hast. Du darfst die in den Chat reinschreiben. Wir sehen den Chat hier. Ich grüße die Lisi, die den Alex, die Simone, genau die Maria Graf ist immer da, die ist auch dabei. Und vielleicht noch andere mehr. Also schreibt rein, von wo ihr zuschaut. Habt ihr Gebetsanliegen? Das Thema heute, bin ich bereit, Jesus zu begegnen? Bist du bereit, Johnny? Yes, ich bin bereit. Vor allem jetzt Jesus zu Jesus, begegnen. Also wir jetzt. Wollen jetzt Jesus genau, begegnen. Jetzt. Also ja. Nehmen wir es rein. Yes. Also ihr braucht den Chat, gell, zu Hause, aber wir starten hier mal mit dem Thema vom letzten Sonntag. Genau, letzten Sonntag, René und Ilana haben ja gepredigt, bin ich bereit, Jesus zu begegnen. Eine Bibelstelle, die hat mich besonders angesprochen, Offenbarung 19, Vers 7. Da steht, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihn ehren, denn die Zeit für das Hochzeitsmahl des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich vorbereitet. Offenbarung, diese Stelle, Jesus kommt wieder. Und das finde ich so mega cool und das ist ein Grund, einfach dankbar zu sein. Jesus kommt wieder, um das ging es ja, auch nach die Geschichte von das Gleichnis von diesen 10 Brautjungfern. Schau das unbedingt nach, die Message, dieses Gleichnis, diese Mädels, die sich da bereit machen und der große Tag kommt, irgendwann kommt dann der Bräutigam. Alle sind eingeschlafen. Und dann sind alle eingeschlafen. Und es ging ein bisschen in der Message darum, ja, was können wir machen, damit wir nicht einschlafen. Aber grundsätzlich, ich finde es einfach mal, auch dieses Bild von diesem Bräutigam und dieser Hochzeitsfeier, ich habe jetzt gerade nächstes Wochenende, darf ich wieder eine Trauung haben, ich finde das mega schön, man freut sich drauf, irgendwann, man kommt da, Jesus kommt wieder. Und das ist schon, mir hat das gut getan, wieder diese Message, hey, Jesus kommt wieder. Yes. Also es löst auch etwas Hoffnung aus in dieser schwierigen Zeit. Ja, yes, unbedingt löst es Hoffnung aus und vor allem zu merken, es ist ja nicht nur so, ja gut, irgendwann kommt dann Jesus wieder, jetzt warten wir schon 2000 Jahre, gut, dann geht es vielleicht nochmal 2000, sondern es löst auch wirklich das aus, ich kann ihm jetzt begegnen, der Bräutigam ist ja auch schon da, der Heilige Geist ist da und das hat mich vor allem fand ich sehr cool. Was mich getröstet hat an dieser Geschichte, an diesem Gleichnis, ist ja immer so, Gleichnisse heißt ja nicht immer gleich, oder? Das ist ja nicht eine Gleichung, also genau so ist es, sondern es ist ja so eine Geschichte, ja. die hat doch, lässt doch vieles offen. Ja. Aber was mich getröstet hat, ist wirklich, du hast es vorgesagt, sind alle eingepennt. Also die alle sind eingeschlafen und manchmal geht es uns ja auch so, wir pennen es ein bisschen und trotzdem, wir freuen uns alle, dass Jesus wiederkommt, ja. Schau mal kurz rein, hey, wie es bei dir geht, was das bei dir auslöst, diese Message, hey, Jesus kommt wieder, was löst das bei dir aus für Gefühle? Ich grüße da, ich habe gerade besonders schön, was habe ich da gelesen? Die Goni Saved by the Lord ist dabei, weil die Kinder gerade lieb sind. Schön, bist du dabei? Ja. Komm mal, ich hoffe, dass die Kinder gerade schön am Mittagszeit am Genießen. Wir werden zusammen beten, ich freue mich drauf. Yes. Nochmal diese Bibelstelle, nur diese eine Bibelstelle aus dem Gleichnis. Jesus macht das sozusagen, macht da so den Sack zu, indem er sagt, schlaft nicht ein, haltet euch bereit, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde meiner Wiederkehr. Und er sagt, ja, sei ready, sei parat. Und das finde ich so cool, dass du heute dabei bist, weil das ist für mich ein Ausdruck, du bist ready, oder? Du willst jetzt Gott erleben, könntest dir auch andere Sachen machen. Und ist klar, manchmal, ja, dann sind es die Kinder, die dich ablenken und so, aber du bist jetzt hier. Und lass uns das wirklich nutzen jetzt, diese halbe Stunde, um Jesus zu begegnen. Und ich würde vorschlagen, dass wir doch am Anfang einfach
dafür danken, für diese Verheißung. Mhm. Es hat so viele coole Verheißungen, dass Jesus wiederkommt, dass er hier ist auch, dass wir ihn erleben dürfen. Und ich würde vorschlagen, lass uns doch einfach Jesus danken dafür. Du darfst dazu auch einfach den Chat nutzen, wenn du möchtest, wo du deine Gebete so niederschreiben kannst. Wir werden hier beten, an deinem Ort. Gott ist, lebt zum Glück eben an jedem Ort zur gleichen Zeit. Und auch wenn das vielleicht nicht für das erste Mal so etwas ist, erwartet, dass er deine Gebete hört und Dinge sich verändern. Auch die Gebetsanliegen, die du, Vreni, reingeschrieben hast, vielleicht haben wir nachher auch noch Zeit dafür zu beten, aber in der Community betet auch für das. Ihr lest das alles im Chat. Komm, yes. Mal, wir starten. Yes. Ja, Jesus, danke jetzt einfach für die Zeit, die wir uns jetzt nehmen dürfen, um uns daran zu erinnern, dass du wiederkommen wirst. Und unser Glaube, der lebt nicht nur aus der Vergangenheit. Wir danken dir, dass wir einfach diese Feste haben in unserem Kalender. Ich danke dir jetzt gerade auch für Auffahrt, das Wochenende. Ich danke dir für Ostern. Ich danke dir für Weihnachten. Danke, bist du auf die Welt gekommen, Jesus. Danke, bist du an Ostern gestorben und auferstanden für uns. Danke, bist du auch an Auffahrt aufgefahren. Du sitzt jetzt zu Rechten von Gott. Und danke, ich bete dich an, dass du uns nicht im Ungewissen lässt, sondern du hast uns gesagt, du wirst wiederkommen. Und du bereitest eine Wohnung vor für uns. Ja. Das danke ich dir. Ich danke dir, dass wir uns freuen dürfen auf diesen Tag, an dem du uns wieder zu dir holst, an dem sich mal jedes Knie vor dir beugen wird. Ich danke dir, dass du uns all diese Verheißungen gibst in deinem Wort, dass wir uns gegenseitig ermutigen dürfen, dran zu bleiben bei dir und dass du erlebbar bist auch heute. Ich danke dir, dass ich zum Glauben gekommen bin, dass du mir Gnade gezeigt hast, dass du mir den Geist geschenkt hast. Danke für diese großartigen Geschenke. Danke, bist du der wiederkommen wird. Ich danke, dass du Gerechtigkeit bringen wirst, wenn du wiederkommst. Ich danke dir so viel mal, dass du aber meine Gerechtigkeit bist. Du wirst Gerechtigkeit bringen auf dieser Erde, dort, wo wir denken, wann wird einmal Gerechtigkeit kommen, du wirst es machen. Und ich danke, bist du meine Gerechtigkeit, dass ich nicht für meine Fehler zahlen muss. Darum freue ich mich auf das, wenn du wiederkommst. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt spürbar da bist und der schon, auch wenn Jesus noch nicht gerade eben, noch nicht das alles Neue gestartet hast, aber du bist da und spürbar, Gott. Ich danke dir jetzt gerade auch für die Leute in diesem Chat, für die Maisi, für die Miri, für die Katrin, die Simon, für die Vreni, dass du freust dich auf die Hochzeit. Du freust dich auf das Miteinander. Und wir machen uns einfach bewusst, dass du wiederkommst und dass es jederzeit kommen kann. Wir machen uns bewusst heute. Danke, Jesus. Yes. Da sagt jemand, mich hat es voll unter Druck gesetzt am Sonntag, weil ich mich ständig fragte, ob ich nahe genug bin oder ob mein Öl leer war. Lass uns kurz diese Frage, die steht im Raum, Jani Pastore, da habe ich heute auch mit jemandem darüber gesprochen. Ja. Ja. Vielleicht müssen wir diesen Elefant kurz ansprechen. Ja, ist gut, jedes Problem. Ich habe auch heute mit dir zurückgesprochen. Ich glaube, es ist ein bisschen Typfrage. Mich hat das jetzt nicht unter Druck gesetzt. Ich habe vor allem gemerkt, wow, ich freue mich, dass Jesus wiederkommt. Alright. Ja, das ist ja auch Persönlichkeit. Genau, gell? Persönlichkeit. Ich finde es noch wichtig, ich glaube wirklich, Jesus predigt viel in Gleichnissen. Und Gleichnisse heißt nicht gleich, so ist es. Mhm. Und ich kann nicht alles gleichsetzen, jetzt zum Beispiel, bin ich jetzt die Jungfrau und was heißt das Öl? Sondern Jesus lässt dir bewusst ganz viel offen auch, aber er stößt was an bei mir. Weißt du, was ich meine? Ich glaube nicht, wenn ich die Bibel verstehe, ich glaube nicht, dass du das Öl verlieren kannst, dass du den Heiligen Geist verlieren kannst. In diesem Bild, natürlich, die einen, die hatten kein Öl mehr, oder? In dem Bild stimmt das, aber ich glaube nicht, dass du jetzt auf einmal verpennst und dann hast du es verpennt. Jesus ist wiedergekommen, alle haben es gemerkt, nur du nicht, Dan, weil du hast gepennt und du warst jetzt halt gar nicht so drauf. Das verstehe ich nicht, sondern ich verstehe es mehr, das Bild, der Bräutigam kommt und wir freuen uns auf ihn. Deswegen immer
Achtung, finde ich jetzt bei so Gleichnissen nicht zu stark gleichsetzen. Das ist ein sehr guter Punkt. Das ist auch wichtig, dass wir da im Bible Track, du lehrst da ja auch im College, reden wir oft darüber, dass du musst alles im Kontext anschauen. Du musst es auch mit allen anderen Bibelstellen und merkst, okay, was lehrt die Bibel sonst über den Heiligen Geist, über das Heil, über Heil verlieren. Und wenn man das merkt, man kann eben das nicht alles eins zu eins nehmen, aber die Kern, sei bereit, Jesus kommt wieder und es kann überraschend sein. Ja. Ich denke, das ist die Botschaft von diesem Gleichnis und nicht die Angst. Wenn du schon denkst, hab ich's noch, dann bist du wahrscheinlich eben nicht die Person, die es verpennt. Genau. Oder weil du merkst, das die Leute, die denken, das passiert nie. Gott, er kommt, oder was, oder? Ja. Die leben nicht mit dieser, sage ich, ich möchte Jesus begegnen. Ja. Also nur schon dieser Wunsch, sag mir, hey, das ist nicht die Angst, die du haben musst. Ich würde vielleicht nur noch eins, ich weiß nicht, wie die Person hieß, die das geschrieben hat, wenn du da so spürst, ja, da ist eine Angst in mir, das hat was ausgelöst, dann nimm das wahr und bring das Jesus und sag ihm, ja, was ist denn jetzt mit dieser Angst? Stimmt das? Und vielleicht sagte dann der Heilige Geist, ja, aber Angst, du hast keinen Geist von der Angst bekommen, sondern einen Geist von der Freiheit. Und vielleicht ist da was wirklich in deinem Leben, wo du merkst, ah, da muss ich noch was überwinden. Es ist nicht so, aber der Heilige Geist hat dir nachher gesagt, ja, und du merkst auf einmal, ah, der ist ja da, der spricht jetzt zu mir. Und das ist ein Punkt, ich finde das immer, nimm das ernst zu Sachen, aber überbewerte das nicht. Aber frag den Heiligen Geist, was willst du mir jetzt mit dieser Angst sagen, oder? Und vielleicht ist es dran zu sagen, ah nein, ich muss ja gar keine Angst haben, sondern ich habe den Geist in mir, der Geist von der vom Frieden, oder? Ja, ja, aber das ist wieder wichtig, weil diese Fragen, ich denke, die kenne ich und die stellen sich auch, wenn du so eine Bibelstelle einfach so präsentierst. Genau. Ja. Vielleicht können wir weitergehen. Komm, wir gehen weiter. Jesus, nochmal, Jesus bringt Gleichnisse und lässt vieles offen. Ja. Und wirklich, es macht, lies mal Evangelium, macht relativ wenig relativ klar, unklar. Ja. So. Aber Paulus ist nachher der nachher das dann ein bisschen ausdeutscht. Ja, wie kann ich jetzt warten auf den Heiligen Geist oder auf Jesus? Mhm. Und ich fand super die Bibelstelle, die sie gebracht haben, Epheser 5, 15 bis 20. Wie kannst du, wenn du jetzt diese Angst hast, oder was kannst du machen, oder was heißt es ganz praktisch, auf Jesus zu warten? Ja, wir warten schon seit 2000 Jahren. Wie machen wir das praktisch? Achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, er will niemand dumm leben, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Das ist auch super, oder? Lass uns Gutes tun. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Betrinkt euch nicht von Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Er wird so ganz praktisch, der Paulus. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Singt miteinander Psalmen, Lobgesänge, geistliche Lieder und in euren Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Und dank Gott, dem Vater, zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich liebe diese Vers. Mega. Ja. Mega praktisch. Und ich habe gedacht, wieso nehmen wir nicht gerade diesen Vers und die Punkte, die hat Röni, glaube ich, ganz am Schluss von seiner Message gemacht und machen das genau so, wie sie steht. Genau, das wäre mein Vorschlag. Ganz praktisch. Also über den Heiligen Geist können wir sagen, hey, komm, wir beten wirklich, wir lassen uns erfüllen, einfach nochmal öffnen für den Heiligen Geist. Das ist mega wichtig zu wissen. Es ist ja nicht so, dass wir plötzlich, wenn wir nicht aufmerksam sind, ist er weg, das Öl ist weg. Oh Scheiße, ich habe einmal nicht gehört. Es ist weg. Das ist nicht so. Aber es heißt, hey, ich bin nicht einmal, das ist oft ein Bild vom Heiligen Geist, aber ich denke, dass die ganz große Botschaft von diesem Vers war ja die Bereitschaft, vorbereitet sein. Ja. Und der Heilige Geist sagt aber schon, wir dürfen uns immer wieder füllen lassen. Also ausstrecken, sagen, komm in meine Gedanken, komm in mein Herz, komm in meine Taten, regiere du, ich weiß, ich habe dich, aber hast du mich, ich habe dich schon, oder hast du mich, oder? Ja, genau. Lass uns beten. Genau, lass uns beten. Wie können wir das machen? Möchtest du uns anbeten? Ja, ganz praktisch, also. Ich denke, das Bild von diesem Wein, oder? Ja. Nimm mal dieses Bild, du trinkst was, oder? Und der Paulus sagt, ja, betrink dich jetzt nicht, es ist auch 12 Uhr nachmittags, trink noch nicht Wein, aber nimm mal das Bild von diesem Wein und sag, anstatt Wein oder anstatt was Getränk, trink ich jetzt den Heiligen Geist. Ich lasse mich erfüllen, okay? Mhm.
Vielleicht hilft also, dir das, dieses komm, Bild. Pray. Ja, Heiliger Geist, wir machen jetzt einfach unsere Herzen auf, unseren Körper, unser Leben auf. Und ich stelle mir das jetzt wirklich so vor, als ob ich da diese große Flasche, dieses wunderbare Glas ansetze und du nochmal ganz neu in mein Leben kommst. Und es ist so gut, wenn du mich durchflutest und ich spüre das und ich versuche mir das vorzustellen, wie du in mich fließt und mich durchströmst. Und ich möchte das einfach nochmal sagen, das habe ich dir schon so oft gesagt, erfülle mich ganz. Mhm. Mein Herz, meine Gedanken, auch meine Taten, ich möchte dir auch meinen Körper geben. Danke, dass du kommst und mich erfüllst. Und ich heiße dich willkommen einmal mehr. In jeder Phase von meinem Leben, in jedem Gedanken, auch in meinen Zweifeln und meinen Fragen, auch in dieser Angst, die ich da spüre, ich heiße dich da willkommen. Danke, erfüllst du mich ganz, Heiliger Geist. Zu Hause, vielleicht schreibe ich gerade jetzt in den Chat hinein, wo du, in welchem Bereich du den Heiligen Geist reinlassen möchtest, ganz frisch, jetzt gerade rein, Heiligen Geist. Wer wirklich der Herr, wie der Wein mich beeinflusst zum Negativen, möchtest du meine Taten, meine Gedanken, meine Worte beeinflusst. Mhm. Mhm. Wie, wenn ich betrunken bin, nicht mir das Gleiche sage, möchte ich, dass du meine Sprache erfüllst, mhm, dass ich plötzlich Leben spreche. Ich danke, Heiliger Geist, dass du nur Gutes in meinem Leben hervorbringst. Ich habe keine Angst vor dir, Heiligen Geist. Mhm. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir auch wirklich an mein Leben. Du bist so gut. Offenbar du auch einfach die Gedanken vom Vater in meinem Leben. Mhm. Ja, und ich möchte dich auch noch ganz speziell einladen, Heiliger Geist. Ich möchte das nochmal aussprechen. Du hast es nicht einen Geist gegeben von der Angst, sondern von der Selbstbeherrschung und vom Glauben und von der Zuversicht. Und ich bitte dich jetzt, dass es ausströmt in mein Leben, mhm, auch in meine Gedanken, auch gerade da, du siehst, wo wir Zweifel haben, wo wir Fragen haben, die uns Sorgen machen. Dann kommst du jetzt einfach da rein und schenkst uns Glauben und Zuversicht und Hoffnung. Du bist der Geist der Freude. Danke, kommst du und erfüllst mich mit Freude. Wir haben, die Lana hat in der Message über ein Beispiel von Gebrauch von dem Heiligen Geist eröffnet, die Gedanken vom Vater. Lass uns ganz kurz das zusammen jetzt anschauen, ein kurzer Ausschnitt von der Predigt. Was bedeutet dieses Öl in unserem Leben? Wofür ist das ein Bild? Wenn man die Bibel liest und es um Öl geht, dann ist es eigentlich immer ein Bild für den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist kommt in unser Leben, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen. Die Frage ist uns das bewusst und leben wir auch bewusst in Beziehung mit diesem Heiligen Geist? Und wisst ihr, was mich unglaublich begeistert? Es ist ja so, ihr könnt ja meine Gedanken nicht lesen, richtig? Ich denke was? Ich schon. Denkt er? Ich denke meistens was anderes. Aber nur mein innerer Geist hat Zugang zu meinen persönlichen Gedanken. Oder ich sag's euch. Wenn ich euch sage, was ich denke, dann habt ihr Zugang zu meinen Gedanken. Okay. Gott hat auch Gedanken. Das lesen wir in der Bibel. Und wer hat nun Zugang zu diesen Gedanken? Sein Geist. Der Heilige Geist hat Zugang zu den Gedanken Gottes. Und das heißt, dieser Heilige Geist. So ein gutes Beispiel. Ich liebe das. Ja, das ist so cool. Das was eigentlich, plötzlich habe ich Zugang zu Gottes Gedanken. Und ich glaube auch, dass wenn wir haben das Gebet, dass der Heilige Geist dir
ganz neu auch Gedanken gibst, wie gehe ich jetzt mit meiner Zeit um, eben zum Redesign? Wie gehe ich mit meinen Freunden, mit meiner Familie, mit meinen Kindern um? Wie gehe ich mit meiner Zeit, mit meinen Ressourcen um? Der Heilige Geist offenbart die Gedanken Gottes zu dir. Und das, liebe Leute, fühlt sich vielleicht an wie deine Gedanken. Es ist nicht so, alert, this is the Holy Spirit. Da denkst du auch, hatte ich diesen Gedanken? Scheibe, der war noch saugut. Mhm. Ja. Weil er vielleicht der vom Heiligen Geist ist, oder? Ja. Ja. Genau. Keep going. Jetzt, lass uns nochmal beten. Im Epheser 5 steht ja, wir sollen auf unsere Gedanken achten und weise umgehen. Und lass uns das gerade machen. Lass uns jetzt den Heiligen Geist fragen. Also? Zweiter Punkt, achte sorgfältig darauf, wie du lebst. Frag doch jetzt einfach die nächsten 2 Minuten ungefähr, wollen wir mal gar nichts sagen von hier. Frag den Heiligen Geist, du bist jetzt in mir, wie siehst du mein Leben? Wie siehst du mein Leben jetzt gerade? Und vielleicht irgendwas sagt er dir, ja? Und schreib's auf, den ersten Gedanken, den du hast, schreib's auf. Und wir beide, wir wissen ja nicht, was haben wir vorgehört, wir wissen nicht, was ist der Heilige Geist dir sagt, aber wir überlegen dir, wie können wir dich nachher segnen, weil der Heilige Geist, der spricht auch zu uns, zu dir. Und möchten da Identität auch über der Situation, die wir ja nicht kennen, reinsprechen. Also wie siehst du mein Leben, Heiliger Geist? Nimm dir mal 2 Minuten einfach Zeit, um kurz hinzuhören, den Heiligen Geist zu fragen. Hat dir was gesagt? Der Heilige Geist hat dir was gesagt? Dan, was möchtest du über den Leuten, die zuschauen, mitmachen, aussprechen, beten? Vielleicht hast du auch ein Bild gehabt und ein Bibelvers in den Sinn gekommen? Etwas, was mir aufs Herz gekommen ist, vielleicht eben vom Heiligen Geist. Ich nehme das immer bewusst, ich sage, ich habe einen Eindruck, er könnte so sein. dass Gott ist jemand, der kümmert sich auch um deine Kinder, um deinen Ehemann, deine Ehefrau, deine Schwester. Er tragt die Last mit dir. Du musst ihn nicht alleine einfach tragen. Und er hat deine Gebete gehört. Deine Gebete sind nicht einfach an seinen Ohren abgeprallt. Und ich glaube, dass der Heilige Geist dir Ruhe geben möchte und sagen, hey, du musst nicht alles auf dir tragen. Leichtigkeit spreche ich dir zu im Namen Jesus. Mhm. Leichtigkeit. Mhm. Eigentlich geplant hatte ich, dir so ein paar Identitäten zuzusprechen, dass du ein Kind von Gott bist, dass Gott dich gerecht sieht, dass Gott dich eben als Braut sieht. Aber ich hatte ein Bild von diesen Tonkrügen. Gibt ja diese Bibelstelle, wir sind wie Tonkrüge. Und manchmal fühlst du dich auch so zerbrochen. Aber Gott sagt, du bist ein Gefäß, in dir wohne ich gerne. Ich bin gern in dir. Der Heilige Geist liebt es, in dir zu sein. Und es gibt diese japanische oder chinesische Kultur, wenn diese Tonbrecher zerbrochen sind, dann kitten die mit Gold und machen sie ganz schön. Und dann sind sie noch wertvoller. Dann sind sie noch viel wertvoller, ja.
kaputt und vielleicht fühlst du dich manchmal so kaputt, vielleicht hast du auch irgendwas gesehen, was nicht so gut ist im Moment, wo der Heilige Geist den Finger drauf gelegt hat, aber ich spreche dir das zu, er liebt es, in dir zu wohnen. Und sogar da, wo du dich kaputt fühlst, er macht was neu in dir und er liebt es, da zu sein und da Gold reinzubringen und dich einfach schön zu machen. Hm. Yes. Stark. Stark. Vielleicht habt ihr noch Eindrücke, Bilder, vielleicht für jemanden im Chat, schreibt es in den Chat hinein. Wenn du merkst, ach Gott gibt dir ein Bild für jemanden, prüfe das, schreibe vielleicht eine E-Mail, eine Ermutigung. Und nur schon ab und zu etwas Auferbauendes zu sagen, kann schon ganz viel bewirken. Yes. Vielleicht noch zum dritten Punkt. Auch, yes. Hat auch der René gebracht, tue Gutes, den Willen Gottes, handle klug und weise. Und das ist einfach, oder? Das macht Sinn, oder? Wenn du auf Jesus wartest, du bist nicht dumm, du machst das Richtige. Meine Frage an dich, was hast du heute noch vor? Und ich mache dir einfach mal, lass uns das Experiment machen. Schreib es in den Chat, was machst du heute noch? Vielleicht gehst du nachher noch einkaufen oder hast noch einen Termin. Schreib es in den Chat und lade ganz bewusst den Heiligen Geist ein, dahin mitzukommen. Zum Beispiel eine Teambesprechung, was machst du dir Mittagspause und musst irgendwas machen oder gehst in die Werkstatt wieder. Ja. Und mach mal das Experiment und sag, okay, schreib es in den Chat, was du noch vorhast oder besuchst jemanden und sag dem Heiligen Geist, da will ich, dass du dabei bist. Komm damit, klar kommt damit, aber mach es dir mal bewusst, schreib es in den Chat. Und lass uns für das beten. Und vielleicht auch das Tue Gutes, dass wir gerade sagen, was können wir Gutes tun dann heute in diesem Meeting? Ja. Vielleicht ist es ja, dass wir wirklich einfach jemandem einen Kaffee holen oder eine Ermutigung aussprechen. Ja? Ja. Komm mal, Jesus, let's pray. Ja, ich lade dich gerade ein in mein Meeting, das ich habe nachher, dass du mitkommst, Heiliger Geist, und ich brauche Inspiration, dass es nicht einfach eine Sitzung ist, sondern dass du mich leitest und dass ich dort Gutes tun kann und dass dein Wille passiert. Und ich bitte dich auch da, wo Leute einkaufen gehen für Begegnungen. Ich danke dir da, wo Leute nachher mit ihren Kindern spielen am Nachmittag, dass du da bist. Ich bitte dich für die Besuche, die wir machen heute Nachmittag. Vielleicht wieder mit dem Arbeitskollegen zusammen sein. Lad dich einfach ein, ganz in diesen Alltag rein, dass wir Gutes tun können, dass wir spüren und dich auch hören an diesem Ort, wo wir sind. Mhm. Ich segne auch einfach euch gerade. Ich segne dich zu Hause, wenn du heute eine Sitzung hast, die Gemeindesitzung, dass du da klug und weise handeln darfst in dieser Zeit, die Zeit ausnutzen kannst. Ich segne dich mit Weisheit, wann zu reden und wann nicht zu reden. Ich segne gerade auch dich, wo du so eine Herz-MRI hast, dass da auch einfach mit dem Frieden und auch mit richtigen Worten für die Ärzte, richtigen Worten für die Leute im Spital, sogar Erkenntnis vielleicht für Leute im Wartesaal. Segne dich, wenn du heute mit der Enkelin am Spielen bist, im Kindergarten bist, mit der Familie bist, mit kreativen Ideen, zum auch einfach einen Spaß zu haben. Ich segne dich im Namen Jesus mit Kreativität für Spaß. Yes. Die Freude am Herrn ist auch unsere Stärke. Yes. Und das Freude, und das ist, ja, segne dich mit dem, mit kreativen Ideen, handle klug und weise. Yes. So gut, dass der Geist der Weisheit steht in der Bibel, der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, der ist bei uns. Also wir sind nicht dumm, der ist ja da. Und der gibt uns das und das wird ein guter Nachmittag. Und ich finde es immer cool, einfach so in den Tag, Nachmittag zu starten. Vielleicht noch ein Punkt. Worshipe Gott und sei dankbar. Das war auch noch ein Punkt, das macht irgendwie Sinn, oder? Wenn Jesus wiederkommt und ich nah, ganz ehrlich, für mich ist Worship so ein Ort, da bin ich Jesus einfach nah. Keine Angst, wir singen jetzt nicht hier zu zweit so. Aber vielleicht ist ja für das dich kann nach. Kann ich nicht. Schon alleine, aber sonst bin ich wirklich unter da. Unter der Dusche. Nein. Aber vielleicht machst du nachher noch einen Worship-Song rein und haust den raus in der Küche oder wo du bist. Oder noch kurz bevor die Pause fertig geht. Können wir vielleicht so ein Worship-Chat-Praise-Minute haben? Yes. So,
ein Wort, schreib ein Wort in den Chat, wo du sagst, das, wie wenn ich jetzt bete, so Popcorn-Gebet, dann Popcorn-Chat, okay? Und dann Janni und die, wir sprechen das aus. Ist das gut? Machen wir das, seid ihr ready? Die letzten Minuten, come on, come on! Alright, was möchtest du Gott einfach Dank sagen? Für was möchtest du ihn loben? Für was möchtest du ihn ehren? Ja, ganz, ganz praktisch. Alright, we're gonna start now. Wir starten mal. Ich danke dir, Gott, dass du einfach für deine Freundschaft. Ich danke dir, dass durch dich, durch deinen Geist wirklich wie alles bebt. Ich danke dir für unsere Ehepartner, für meine Ehefrau und ich danke für die Leute, die du mein Leben gegeben hast. Ich danke dir für Geduld. Du machst mich geduldig, gerade auch durch Phasen, die schwierig sind. Und Gott, ich danke dir, dass du so ein treuer Gott bist. Ich danke dir auch jetzt für diese neue Freude auf die Ewigkeit. Mhm. Und dass deine Frieden all unser Verstand und Situationen übersteigt. Yes. Und wir danken dir auch für unsere Kinder und Enkelkinder und auch gerade für die Kinder, die im Moment ein bisschen schwierig sind. Danke, das ist ein Geschenk von dir, Jesus. Yes, und ich danke dir für die unerschütterliche Liebe, die du hast. Danke auch für Frieden in unserem Land. Das ist nicht selbstverständlich. Wir danken dir, dass wir im Moment Frieden haben in unserem Land. Yes, und ich danke dir für meine Geschichte. Du warst treu. Du warst immer da. Auch in den schwierigen Zeiten hast du mich nicht verlassen. Und ich sehe, dass die Fußstapfen, wo vielleicht, ich denke, dass nur ein Fußstapfe, da hast du mich sogar getragen. Und danke, dass du auch der Heiler bist. Für mein Leben, dass du mich gesund gemacht hast, und wir sprechen das auch aus über allen, die krank sind. Du bist der Heiler. Und ich danke dir für all die Menschen, die dich an der Konferenz wieder einen frischen Start für dich gefällt haben. Ja. Amen. Amen. Das war schön. Yes, das war sehr gut. Das war schön, meine Damen und Herren. Gut mitgemacht. Das war schön. Das hat gut geklappt. Merci. Hier im Chat. Danke. So gut. Yes. Joni? Ja, wir sind eigentlich fast am Ende. Jetzt gehen wir essen. Jetzt gehen wir essen. Ich möchte dich noch segnen mit dem Gruß der ersten Christen. Vielleicht Maranatha. Das war mir irgendwie, das habe ich so mal gehört, aber... Ja, ich habe das nochmal gegoogelt. 1. Korinther 16, Vers 22, Maranatha, unser Herr, komm. Das war in der ersten Kirche, war das, die haben das immer und immer wieder gesagt. René hat ja in der Predigt davon gehabt, die hatten so eine Erwartung, ja, jetzt kommt er dann gleich, oder? Und das war ihr Gebet, Maranatha, Jesus, komm. Und komm bald in echt und komm auch jetzt in mein Leben im Heiligen Geist. Oh, und das ist so ein gutes Gebet, damit möchten wir dich segnen, dass der Heilige Geist in deinem Leben zum Ziel kommt und natürlich, dass Jesus bald wiederkommt. Wir freuen uns drauf. Und genau, falls es nicht diese Woche sein sollte, dann freuen wir uns dann, dass du das nächste Mal dabei bist, wieder bei Talk and Pray. Unbedingt. Liebe Leute, danke vielmals für euer Miteinander. Danke, seid ihr dabei. Es ist wirklich spürbar. Ich möchte es am Schluss sagen, die Online-Community ist spürbar. Danke für all die Chat-Comments. Danke für, wenn ihr vor Ort mal einen Besuch kommt, auf uns zukommt. Danke so viel mal. Gebt ihr an eurem Ort Vollgas für Jesus. Yes. Be blessed.